Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von 7 Days to Die und der dritten Blutmondnacht. Es geht gleich los. Wie gesagt, es wird wieder laut. Ne? Dreht die Lautstärke runter. Klingenfalle. Wenn ihr das nicht abkönnt. Ich habe noch, ja, krieg dich ein. Genau. Warum das immer so ein quietschendes Geräusch macht, das ist eigentlich das Geräusch, wenn da was geschützt ist, also vom Händler getroffen wird. Der Händler dürfte eigentlich da hinten nicht getroffen werden. Warum das immer so ist, weiß ich nicht. Ich habe noch zwei Geschütztürme bekommen für 9er Munition. Die sind nicht ganz voll. Und ich habe hier noch einen zweiten Robotikturm jetzt. Gehen auch beide. Da und da. Und es geht los. Geschütztürme für Maschinen. Für Schrotmuni habe ich leider noch nicht gekriegt. Mal müssen wir gucken. Die sehen alle noch sehr nicht grün aus. Und dann habe ich auch den. Da ist ein Polizist. Wo war denn der jetzt? Da ist einer. Ja, wie gesagt, warum? Das hängt irgendwie mit dem Schütztürm zusammen, dass das immer so quietscht. Aber eigentlich. Was da getroffen wird, ich weiß es nicht. Was. Was glitzert die denn so? Muss wirklich noch nicht viel machen. Aber es ist ein Feral auf jeden Fall. Da ist ein Polizist. Entzückend. Da ist ja, spuck mal rum. Ja, spuck doch mal.
So, jetzt kommen die ersten endlich mal beim Zaun an. Jetzt können die auch nicht mehr hier hochspringen. Achso, der ist schon platt. Ich mach noch mal. Ich weiß nicht, was der Händler ist da hinten und eigentlich dürfte das nicht. So ein Geräusch machen, außer die haben da irgendwas dran verändert. Der ist geplatzt. Was sagen, aber ich glaube, es ist zu laut. Oh, was ist denn hier los? Nur Spinnen. Guck mal, der schießt in eine Richtung, wo nichts ist. Weswegen der quietschen könnte. Nur.
So. Alter! Der ist schon alle hier. Ja, noch nicht. Schau, ich muss mal kurz Pause machen, damit ich mal was sagen kann. Also warum das immer so quietscht, ne, der Geschützturm, der steht hier und der schießt in eine Richtung, wo kein Gebäude ist. Wie gesagt, dieses Gequietsche ist normalerweise dieses Geräusch, wenn man beim Händler was kaputt machen will und da ja dieser Händlerschutz besteht, ist das dieses Warnsignal. Warum dieser Geschützturm, das sind diese 9mm Geschütztürme, ob das die Schrotflintengeschütztürme machen, weiß ich gar nicht. Ich müsste vielleicht mal bei einem Blutmond ausprobieren, die auszulassen. Wenn das einer von euch weiß, warum die auf einmal so ein Geräusch machen, ich hatte das noch nie, erst bei der V1.0, sehr merkwürdig. Madame. Unheimlich viele Spinnen. Sorry, wenn ich nicht so viel rede, aber ich denke, ihr versteht mich nicht. Ja. Na, Madame, wo wollen wir denn hin?
Na, Hundi. Voll. Das Gegenüber. Ein Geier irgendwie? Egal. Der hängt. Der ist jetzt auch alle. So, jetzt schießt der. Von kommen die jetzt von da? Meine Güte, ist der laut. Also unheimlich viele Spinnen dieses Mal. So, Polizei, Polizei. Jawoll. Gott. Ja, ab ins Loch. Hier spuckt mich einer voll. Ich sehe nur keinen. Einmal Geier. Sag mal. Gibt's das? Jetzt. Ach, Herr Kollege hier. Der Geschützturm scheint alle zu sein in der Richtung. Es ist dann auch kein Gequietsche mehr. Ah. Und natürlich Nebel, ne? Noch gut was los. So. So, ist Ruhe jetzt.
Okay. Scheint wirklich Ruhe zu sein. So, dann werden wir mal. Ich vergesse jedes Mal den Recorken, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Also, was wir auf jeden Fall zum nächsten Mal brauchen, ist ganz viele 9mm Munition, weil die Geschütztürme das drin haben. Wie gesagt, die Dings-Geschütztürme, die Schrotflinten-Geschütztürme habe ich noch nicht. Und ansonsten. Werde ich aber jetzt auch nicht gleich reparieren. So, nicht in die Stacheln springen, Schätzelein. Hier ist von der Seite ist gar nichts, ne, gekommen. Da, okay, ihr Lieben. Dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.